wir spielen heute mal wieder Build Battle. Und zwar haben wir das Thema. Ich weiß nicht, was das Thema ist. Wir können Star Wars Droiden bauen. Okay, alles klar, warte. Hallo. Droide. Ich bin mit Flo in einem Team und wir gewinnen. Mit wem bist du in einem Team, Tops? Mit Jordi Jesus bin ich in einem Team. mit was? Jordi Jesus heißt Jordi Jesus, hier. Okay, Star Wars Droid. Und okay, kennst du R2D2? Ja. Nein. Okay. Du hast welchen Block nehmen wir? Welche Art machst du Wolle? Weiße? Ich glaube, weiße Wolle will ich am besten, oder? Ah, oder willst du Terrakotta oder Quarz oder sowas? Ja. Willst du die Treppio bauen, was wieder geht? Wieder mich oh Gott, ich glaube, das krieg ich nicht das hin. Das ist der goldene. Ich weiß es. Warte, ich kann es probieren. Vielleicht krieg ich es hin. Hauptsache, ich mache einen Boden rein und der schreibt einfach nein. Gold. Ich nehme einfach Goldblöcke, oder? Denn ja. Am klarsten klar, dass mach sie aber daneben, warte mal, weil ich baue den hier. Ich mach den hier hin. I'm gonna build the pixel. Der ist ja relativ. Tops, wie läuft du deinem Teamkamerad so? Pixel Art. Pixel Art. Oh, jetzt haut Tops dabei raus. Jetzt beleidigt Tops den armen Dude. Was heißt denn unehrenhaft? Dishonorable. Tops, du musst ihm sagen: Honor taken. If you build a pixel. Oh Gott, das ist nicht gut. I will kick you, muss ich sagen. Pixel Art. Schön toxic sein. Take your honor. Take your honor? Willst du nicht wenigstens sagen, du kickst ihn? Nee, du takest seine honor einfach. Du takest seine honor. Dem hast du gezeigt. Ich hab gewonnen. Ja! Den hast du rausgebullied, Tops. Ja. Dem hast du gezeigt. Sehr gut gemacht, Tops. Du bist der Beste, das wissen wir jetzt alle. Das ist immer wichtig, wenn du andere Leute aus deiner Party kickst. Wenn du dich durchsetzt. Genau, wenn du dich durchsetzt. Das wird dir in dem Kindergarten schon beigebracht. Ja. Wenn du um dich beißt und trittst und dein Spielzeug verteidigst, dann hast du gewonnen. Das weiß ja jeder. So läuft es. Okay, ich versuche jetzt noch Schultern zu bauen. Es sieht ein bisschen aus wie bei einem Alien. Ich baue ja zwar den so richtig. Ich weiß gar nicht, wie der wirklich aussieht. Hey, ich glaube, es geht mehr darum, dass man es erkennt. Meins erkennt man nämlich nicht. Wie baut man den denn richtig? Der hat doch so bunte Augen, gell? Was? Es sieht nicht besser aus. Der hat die Arme, glaube ich, Ich weiß nicht, wie ich die Arme machen soll ordentlich. So, oder? So wie so ein Zombie? Ich weiß nicht. Das sah irgendwie merkwürdig aus, deswegen war ich nicht sicher. Ich kann sie auch noch... Ja, ich glaube, das ist besser. Nee, der hat halt so einen normalen Droidenkopf oder sowas. Ja. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen 3D-er bauen. Wir wollen ja hier nicht verschiedene Blöcke zu machen. Also zum Beispiel hier. Mach halt so. Okay. Was zum Beispiel der Körperteil. Ach lol. Dass nur seine Haut quasi gold ist. Verstehst du irgendwie so? Ja, und dass der Rest quasi Rüstung ist. Ja, weil dann ist der Kontrast besser. Ah, alles klar. Tipps vom Profi. Okay, dann machen wir jetzt hier. Ich glaube, man sieht seine Füße ja nicht. Man sieht ja unten nichts mehr. Das heißt, das baue ich alles aus vorne. Oh Gott, mein R2D2 sieht komisch aus. Das ist schade. Wollen wir irgendeinen bestimmten Hintergrund? Dann können wir uns darauf hier schon mal einigen, damit wir hier die Atmosphäre setten. Oh, ja, da meint sie richtig gut aus. Wollen wir eine Wüste machen? Weil keine Ahnung. Oh ja, Wüste ist da. Ja, in so einer Wüste. Wollen wir gucken, ob wir so Zelte hinkriegen? Weißt du, was ich meine? Lass uns mal, wir haben noch 3 Minuten. Bau einfach dein Dings fertig. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich baue mein Dings fertig. Dein Ding. Okay, so. Der hat jetzt hier schicke Augen. Es ist nicht wirklich schön, aber es ist selten. Aber es ist auch nicht hässlich, Ronja. Das musst du beachten. Ist es wirklich nicht hässlich? Das ist jetzt halt meine Frage. Warte mal. Hallo. Kannst du bitte mal nicht so passiv-aggressiv immer lachen, wenn du meine Sachen anguckst? Das wäre mal ganz nett. So, mach doch. Weißt du, vielleicht will ich den wütenden Dorfbewohner-Partikeleffekt noch bei meiner Position spawnen. Problem damit? Mach doch, schau mal. Gib dem Augen mit einem Banner. Ich weiß nicht wie. Okay, warte, Ronja, das kriegen wir hin. Meiner glitzert jetzt. Echt? Ich mache jetzt hier Glitzer. Überall. Okay. Um ich zu versuch, zeigen, dass Bannerauge zu machen. Wir gut sind. Weil weiß nicht, jeder ob das weiß, dass Glitzer roboterig ist. Schau mal. Geht das? Okay. Oh Gott, warte. Oh doch, das ist nice. Dann guckt er so zu R2D2 rüber. Aber du brauchst noch Augen für deinen, oder? Oder hast du die auf der Rückseite? So warte, so. Oh Gott, das wird richtig komisch aussehen, aber ich hoffe, das wird okay. Schau mal, so. Oh Gott, nein, mach nur die Augen, wir machen das Banner wieder weg. Warte, das ist weird. Oh mein Gott, mein Herz, das ist von hinten richtig komisch. Das Ding ist, kannst du da noch so Seitenstreifen reinbauen? Vielleicht? Oder mach auf die Seite die Augen, dann...
Oh, dass die zusammenschauen? Ja, dass die quasi zusammen so stehen. Ja, ja, das kann ich bauen, das kann ich bauen. Okay, dann gucke ich jetzt, was es noch so schön ist. Es gibt an extra Effekten. Weil ich glaube, die Wüste wirkt besser, wenn wir so ein paar Sandhaufen haben, weißt du? So vereinzelt, dann wirkt es nicht so flat. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mach so ein paar tote Büsche, ein paar Kakteen. Oh ja, stimmt, mach ein paar Kakteen. Tops. Wie alt bist du? Kacke. Tops. Ja? Wieso? Warum nicht? Aus offensichtlichen Gründen. Ja. Was ist deine Begründung? 12. Tops, wie viel Finger halte ich gerade hoch? Tops, ich glaube, wir lassen dich das nächste Mal nicht mehr Roblox spielen unbeaufsichtigt. Nicht mein Roblox wegnehmen, nein! Weil. Mach mein Roblox! Legit, als Flo und ich vorhin aufgenommen haben, eigentlich wollten wir mit Tops aufnehmen, aber das ging dann nicht. Roblox, Leute. Dann, nach Roblox Helden-Simulator. Legit, also, wenn ihr ihn seht, Tops ist Level 100.000 oder so. Das ist kein Witz, Tops ist das Höchste, was es gibt. Der hat alle Sachen freigeschaltet. Außer die, für die man Geld bezahlen muss. Das ist das Einzige, was er heute gemacht hat, ist Roblox Heldensimulator zu spielen. Und immer wenn wir gerade Cut hatten, ist er reingekommen und war so, oh mein ganzer Fortschritt, ich bin schon so weit. Das ist unglaublich, ich mache jetzt die ganzen anderen fertig. Ich hab Ronja, wie findest du meinen R2-D2? Er sieht ein bisschen komisch aus, aber... Der sieht nice aus, nein, der sieht nice aus. Legit? Der ist gut. Ich bin Fan. Obwohl, ich bin so ein Ding hier noch machen irgendwie. Ich glaube, ich hat das ja hier so noch irgendwie. Doch, der ist sehr gut, der ist sehr gut. Ich glaube, das erkennt man auch. Der hat ja so ein, ich weiß nicht, du hast es ausgesehen, oder? Ja. Aber der hat ja, aber der hat ja unten in der Mitte auch noch so einen Fahrer, oder? Der hat halt einmal so Rollendinger unten. Der hat, also ja, so hier? Ja, oh, du machst es gut. Oh, nice! Oh mein Gott, wir gewinnen das. Soll ich ein Schild dazu schreiben, damit die Leute wissen, was es ist? Ja. Schaffst du das in 10 Sekunden? R2-D2 Star. Star. So, jetzt habe ich. Oh, ich glaube, ein bisschen viele tote Büsche, aber das ist okay. 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 Ich glaube, ich glaube, ich glaube, unseres ist wirklich gut. Was Droide? Ist das hier? Oh, das ist dieser von Wally. Okay, den kriegt echt ein gut. Das ist echt wirklich gut. Wally. Ja, ich gebe auch ein gut. Was ist das? Oh, das ist das Android-Ding. Das ist der Android-Astro-Droide. Das wird dir der Wunder bestimmt. Und der andere sieht gar nicht schlecht aus. Ja, aber ich gebe... Was ist Pixel-Art? Es ist Pixel-Art! Oh nein, Pixel ich habe ausgesehen, halt was... Ah ne, ich habe okay gegeben. Ja, was ist das? Was ist das? Sieht aus wie ein Teletubby irgendwie. Wisst ihr, was das ist? Das ist super kacke. Pixel darf man nicht werten. Das sind wirklich immer gekoppelt. Könnte sein. Okay. Was ist das? Steht hier. Das ist ein Pfeil nach unten? My build story. Once I had a teammate, and he said, I'm gonna build a pixel art. No, if you build a pixel art, I'll take your honor. Oh, das ist Topsam. Oh nein! Ich hab die Geschichte erzählt. ich glaube, bei dem, das kann sein, dass der auch Dings bauen wollte, der was wollte ich gemacht habe. Er wollte Rapio bauen, aber er hat kein Gesicht, deswegen. Deswegen. Oh, schau doch mal dieses Korn. Oh, Korn. Wow, es ist so wunderschön. Ey, deine sieht auch wirklich gar nicht gut aus. Deine sieht wirklich gar nicht gut aus, schade. Gar nicht schlecht aus. Was ist das? Oha, die Beine! Der ist nice. Ich geb dem gut. Samesies. Der hat sogar so eine Antenne. Ich geb dir einen. Ja, super Kacke! Oh, der hat nochmal das Android-Ding. Scheinbar ist es. Aber das ist Pixelart. Ja, stimmt. Schade, super Kacke. Kacke. Guck mal, Pixelart, erkennt er direkt. Was ist das? Das. Ich glaube, das ist so ein elektrisches Pokémon. Wie heißt denn der? Den kenne ich nicht. Ist das bestimmt irgendeins von den neuen? Ja, ich kenne kein Pokémon. Ey, hier ist nicht so, das ist Pokémon schon wieder Android oder ist schon wieder Pixel Art? Das ist schon wieder Android. Kann es sein, dass Droide nur Deutsch ist und auf Englisch Android dort steht? Wahrscheinlich. Guck mal! Das ist frech. Also da kann man doch einfach nichts anderes als Superkacker geben. Ja, Android, die denken wahrscheinlich bei Android an die Marke wahrscheinlich, oder? Stop Pixel Art! Das sieht irgendwie mehr. Alter, das sieht kompliziert aus. Ich geb dem okay. Ja, ich hab auch. Okay gegeben. Was ist das hier? Es sieht aus wie so ein Typ mit Geweih. Aber. Ja, er kriegt. Ich geb ihm. Nein, Kacke schon. Ich hab vergessen zu werten. LOL, der hat doch Dings gemacht. Oh, guck mal, der sieht voll ähnlich aus wie deiner. Legit? Der ist größer. Ja, aber dafür hat er nur einen. Ich gebe gut für die Idee. Oh, der hat eine gute. Oh, hätten wir das Licht noch gemacht. Das ist auch R2-D2. Aber ich finde es. Ich glaube, unserer ist besser. Aber ich gebe trotzdem gut, weil der die gute Ambiente-Stimmung hat. Beste Hölle, wo bin ich? Oh, wir sind zweiter Platz, Ronja. Aber Wally war wirklich gut. Wally war nice.
So, das war's dann aber auch mit dieser Folge Master Builders. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Was? Achso, drückt auf die Glocke. Drückt auf die Glocke. Ciao.